Ja, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung, unserem Web-Talk mit dem Titel Schiedsverfahren beendet. Was sind die Folgen für die Physiotherapie? Es ist eine gemeinsame Veranstaltung aller maßgeblichen Verbände der Physiotherapie. Das sind die Verbände, die auch die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband geführt haben. Mein Name ist Steffen Gabriel, ich bin Referent beim VPT und ich werde Sie heute als Moderator durch die Veranstaltung leiten. Ich darf zuerst ganz herzlich alle Anwesenden begrüßen. Zunächst unseren Gast aus der Politik, Herrn Dr. Roy Kühne. Er ist selber Physiotherapeut, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied des Gesundheitsausschusses und Berichterstatter für Heil- und Hilfsmittel seiner Fraktion. Herr Dr. Roy Kühne kommt direkt aus einer wichtigen Abstimmung im Bundestag und wir freuen uns sehr, dass er es trotz des engen Zeitplans geschafft hat, an unserer Veranstaltung heute teilzunehmen. Herzlich willkommen. Die Verbände sind jeweils mit ihren Bundesvorsitzenden vertreten. Das ist Ute Rebschläger, Vorsitzende des Bundesverbandes Selbstständiger Physiotherapeuten IFK, Andrea Redlein, Vorsitzende des Verbandes Physio Deutschland, Markus Treudel, Bundesvorsitzender des VdB Physiotherapieverbandes und Hans Ortmann, Bundesvorsitzender des VPD-Verbands Physikalische Therapie. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und außerdem begrüße ich ebenfalls ganz herzlich alle Interessierten, also unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, denn für Sie machen wir ja diese Veranstaltung. Ein kurzer Überblick, was Sie heute erwartet. Nach anderthalb Jahren Verhandlungen und einem Schiedsverfahren, das letzten Freitag abgeschlossen wurde, ist es uns jetzt wichtig und auch unsere Aufgabe, Ihnen die Ergebnisse des Schiedsverfahrens und unsere Einschätzungen zu den verschiedenen verhandelten Bereichen darzustellen. Es kann heute nur ein Ausschnitt sein. Die Verhandlungsthemen waren sehr, sehr umfangreich. Und wir als Verbände werden Ihnen nach und nach die einzelnen Ergebnisse noch detaillierter näher bringen in Folgeveranstaltungen. Heute liegt der Fokus auf drei wichtigen Bereichen: Vergütung, Leistungsbeschreibung und zusätzliche Abrechnungs- und Leistungspositionen. Wir freuen uns sehr über das rege Interesse und ich wünsche allen Beteiligten schon mal eine informative und interessante Veranstaltung. Ein kleiner organisatorischer Hinweis noch. Uns als Verbände erreichen sehr, sehr viele Fragen zum Ergebnis des Schiedsverfahrens, verständlicherweise. Und ich bin mir auch sicher, dass während der Veranstaltung wieder zahlreiche Fragen und Kommentare bei Facebook und auf sonstigen Kanälen erscheinen werden und uns erreichen werden. Die heute alle im Rahmen dieser Veranstaltung zu beantworten, würde den Rahmen sprengen. Wir werden sie aber als Verbände natürlich aufgreifen und als Frage-Antwort-Listen, also FAQs, auf unseren Homepages im Nachgang veröffentlichen. Gut, kommen wir nun zu den ersten Beiträgen. Frau Ute Rebschläger wird uns zunächst ein paar einleitende Worte zum Schiedsverfahren sagen, wie der Ablauf war und das Verfahren. Bitte, Frau Rebschläger, Sie haben das Wort. Ja, ich würde gerne noch einmal den Blick auf die Basis all unserer Verhandlungen lenken. Die Basis zu den Verhandlungen und die Basis für das Schiedsverfahren ist das Termin-, Service- und Versorgungsgesetz, das TSVG. Und was war da unser Auftrag? Das ist ja wichtig für alles, um nachher zu beurteilen, ist das gut gelungen oder nicht. Der Auftrag ist eine Sicherstellung der Patientenversorgung. Der Auftrag ist die Verbesserung der Vergütungssituation, die Aufwertung der Heilmittelberufe und die Einrichtung einer festen Schiedsstelle. Und zum Thema Schiedsstelle mal zuerst. Wie sieht so eine Schiedsstelle aus? Wie ist der Aufbau so einer Schiedsstelle? 11 Personen sind beteiligt und 11 Personen werden dort oder haben dort mehrheitlich entschieden. Also 11 Personen waren Mitglieder und haben Beschlüsse getätigt. Und für die Schiedsverhandlungen waren das erstens 8 parteiische Mitglieder. Je Verband von uns Berufsverbänden war einer anwesend und natürlich auch von den Krankenkassen war für jeden oder waren 4 Personen zuständig. Also 4 Verbändevertreter und 4 Kassenvertreter. Und das ist sozusagen mal die Basis. Und darauf aufbauend gibt es dann 2 unparteiische Mitglieder. Das waren auf der einen Seite Frau Professor Kurscheid. Sie ist Gesundheitsökonomin, ist Geschäftsführerin bei FIGUS. Das ist ein Unternehmen, das sich mit Versorgungsforschung und Versorgungsprojekten befasst. Und sie hat diese Position eingenommen auf Vorschlag der Verbände. Ein weiteres unparteiisches Mitglied war der Herr Merz oder ist der Herr Merz. Er ist Jurist. Er ist ehemaliger Präsident des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz und hat diese Position eingenommen auf Vorschlag des GKV-SV, also des GKV-Spitzenverbandes, also für die Kassen oder auf Vorschlag der Kassen, sagen wir es mal so.
Ja, und über all dem schwebt dann in Anführungsstrichen der Vorsitzende, der dann im Zweifelsfall das Zünglein an der Waage ist. Und das ist in diesem Fall Herr Dr. Orlowski. Herr Dr. Orlowski ist Jurist, ehemaliger Abteilungsleiter im BMG. Und Herr Orlowski war auch an der Erstellung des TSVG beteiligt. Das heißt, er kennt sich mit dem Gesetz gut aus. Wie war der Ablauf des Schiedsverfahrens? Im Vorfeld zu jeweiligen Terminen haben wir als Berufsverbände Schriftsätze verfasst, in denen stand, was wir fordern und warum wir es fordern. Und auf diese Schriftsätze hin hat dann jeweils der GKVSV, also der GKV-Spitzenverband, eine Gegendarstellung an die Schiedsstelle geschickt. Es gab dann zunächst einen Erörterungstermin und eine mündliche Verhandlung per Videokonferenz, bei der unsere Anträge beraten wurden. Also das, was vorher schriftlich in Antragsform überreicht wurde, wurde von uns begründet. Und in dieser Sitzung oder in diesem Verhandlungstermin erfolgte auch schon eine Beschlussfassung. Es erfolgten aber auch Aufträge. Es gab dann die zweite mündliche Verhandlung am 26.02., bei dem es dann zu einer abschließenden Beschlussfassung kam, eine abschließende Beschlussfassung der Schiedsstelle. Und auch da kam es zu neuen Aufträgen. Also es kam zu Beschlüssen, abschließenden Beschlüssen, aber auch wieder zu Aufträgen, die an uns zurückgespielt wurden. Der schriftliche Schiedsspruch liegt noch nicht vor. Es ist auch noch unklar, ob wir den veröffentlichen können. Das hat mit der Geschäftsordnung zu tun, mit verschiedenen Dingen. Das ist also noch offen. Ja, und was an Beschlüssen und Aufträgen erfolgt ist, das hören Sie ja dann jetzt nacheinander von uns in den einzelnen Bereichen. Ja, vielen Dank, Frau Ritschläger. Sie haben das ja schön dargestellt. Was war der Hintergrund und die Basis der Verhandlungen und des Schiedsverfahrens? Und ich würde Sie, Herr Dr. Kühne, bitten, uns auch einmal zu erläutern, was aus Ihrer Sicht der Hintergrund des TSVG war und welche Erwartungen der Politik auch mit dem gesamten Verfahren verbunden waren. Weil das TSVG war ja ein Großkonglomerat, wo es um verschiedene Sachen ging, Termine etc. pp. Aber prima hatten wir natürlich bei den Heilmittelerbringern, also erst einmal primär die Sicht, dass die Preise sich verändern, dass die Preise die Honorarsteigerung entsprechend angenommen. Wir haben ja dann auch entsprechend die bundesweit einheitlichen Preise festgezurrt. Das war ja schon mal alles sehr innovativ. Und dann haben wir gesagt, okay, den Rest, den überlassen wir jetzt mal der sogenannten Selbstverwaltung, weil das ist ja auch immer das Prädikt, was wir im Deutschen Bundestag pflegen. Und natürlich, da mache ich gar keinen Hehl draus, war meine Intention gerade bei den Verhandlungen, die Sie natürlich dann mit den Krankenkassen geführt haben, dass da irgendwie der nächste Schritt kommen muss. Und ich habe das ja mal vor 4, 5 Jahren so dargestellt, in diesen mehreren Schritten, dass wir eine Annäherung haben an den TVD, sodass die entsprechenden Unterschiede in der Praxis, warum ein Therapeut im Krankenhaus, ich sage mal, mehr verdient als ein Therapeut in Niederlassung, das hat ja seine Gründe, dass das mal also abgeschafft wird, auf Deutsch gesagt, weil sonst reden wir über völlig unterschiedliche Spieße. Und ich kann es auch offen sagen, ich bin mehr oder weniger so ein bisschen auch darüber enttäuscht und traurig, dass das jetzt nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt müssen wir natürlich die Situation als Politiker beleuchten. Woran hat es gelegen? Also wie ist der Schiedsspruch jetzt einzuschätzen? Wie ist der zu werten? Denn generell als Bundespolitiker habe ich erstmal nicht das Recht oder die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt richtig oder das ist falsch. Dafür bestellen wir eine Schiedsposition und eine Schiedsperson. Und jetzt deshalb heute Abend auch das Gespräch und ich werde auch zuhören, was jetzt aus der Sicht der Verbände da gelaufen ist und wie das gelaufen ist. Und dann werde ich natürlich gucken, dass ich den Schiedsspruch, sofern ich ihn dann bekomme, mal erfahre. Und dann müssen wir gucken, ob der Schiedsspruch, ich will jetzt gar nicht sagen, ob der gerecht oder ungerecht, weil diese Wertigkeit nehme ich erstmal nicht vor. Aber ich bin natürlich daran interessiert, und das ist für mich das wichtigste Kriterium, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit physikalischer Leistung durch die Physiotherapeuten weiter gewährleistet ist. Und wenn jetzt danach, und ich sehe auch, was im Netz da schon gesagt wird, natürlich wieder die Gefahr der Versorgung dargestellt ist, also sprich, dass Therapeutinnen und Therapeuten aus dem physikalischen Bereich sagen, ich höre dann hier auf, dann muss ich mir als Politiker Gedanken machen, ob das TSVG mit der Erwartung an beide Seiten, Verbände und Krankenkasse, so durchgesetzt und umgesetzt wurde, wie ich das will. Gut, vielen Dank für diese Einschätzung und Sie können sich vorstellen, dass wir sie teilen, insbesondere wenn es nach den bundeseinheitlichen Preisen um den nächsten Schritt geht, denn das ist uns ganz wichtig und auch bei der Angleichung der Gehälter. Kommen wir nun zu den einzelnen Bereichen des Schiedsergebnisses. Die Verhandlungen und auch das Ergebnis des Schiedsverfahrens zeigen uns,
Das ist wenig überraschend beim Geld, also vor allem bei der Vergütung der therapeutischen Leistungen, große Differenzen zwischen den Krankenkassen und den Physiotherapieverbänden gab. Und dazu würde ich jetzt das Wort an Herrn Ortmann und Herrn Treudel übergeben, die uns die Verhandlungen und Ergebnisse zu diesem Bereich darstellen werden. Bitte schön. Vielen Dank. Insgesamt waren diese Vertragsverhandlungen, bei denen aus 28 teilweise sehr unterschiedlichen Vertragswerken ein Bundesrahmenvertrag zu bilden war, ein sehr zäher Verhandlungsmarathon. Auf diesem langen Verhandlungsweg wurde eine ganze Reihe guter Einigungspunkte erreicht. Trotzdem blieben einige Punkte der Nichteinigung. Die Konsequenz daraus war unweigerlich der Weg ins Schiedsamt. 30 lange Verhandlungstage plus 3 Tage Schiedsamt, wie die Ute Rebschläger gerade erzählt hat, und das seit 2019, seit November. Und ja, die Vergütung war hierbei natürlich einer der zentralen Streitpunkte. Denn unsere physiotherapeutischen Leistungen werden durch die gesetzlichen Krankenkassen unzureichend vergütet. Die Vergütung ist einfach zu gering. Wir haben Schwierigkeiten, unsere Praxen wirtschaftlich zu führen. Und das zieht viele Folgeprobleme nach sich. Die Löhne der Angestellten sind zu niedrig. Der Beruf ist dadurch unattraktiv. Wir haben einen überdurchschnittlichen Fachkräftemangel. Grund dafür ist einerseits der Nachwuchsmangel, andererseits auch, weil uns die Leute aus dem Beruf weglaufen. Das liegt nicht nur am Geld, aber für einen attraktiven Beruf und gute Arbeitsbedingungen braucht es eben auch eine angemessene Vergütung. Außerdem war es, wie Herr Kühne schon gerade angesprochen hat, erklärter Wille des Gesetzgebers, hier für Verbesserungen zu sorgen. Wir als Verbände haben deshalb ein Gutachten in Auftrag gegeben, das belegt hatte, dass wir für eine wirtschaftliche Praxisführung auch eine um 50% höhere Vergütung benötigen. Mikrofon, Markus. Ihr Mikrofon, Herr Treudel, ist noch aus. Jetzt, Entschuldigung, Bümholz. In den Verhandlungen wurden allerdings immer klarer, dass die Kassen auf Zeit spielen und uns nur sehr geringe Erhöhungen angeboten haben. Deswegen blieb uns als Verbände nichts anderes übrig, dass wir die Verhandlungen als gescheitert erklären mussten und die Schiedsstelle angerufen wurde. Alles andere gab für uns null Sinn. Im Schiedsverfahren wurde die Vergütungserhöhung in 3 Bereiche unterteilt. Erstens ein Ausgleich der gestiegenen Personal- und Sachkosten. Zum Zweiten eine Anpassung der Vergütung an veränderte Regelleistungszeiten. Dazu kommt noch später was dazu. Und drittens und eine generelle Erhöhung, damit die Praxen wirklich wirtschaftlich geführt werden können. Der erste Teil des Ausgleichs der gestiegenen Kosten zwischen Juli 2019 und Ende 2020. Die Verbände haben hier eine Erhöhung in dieser ersten Stufe von 4,8% gefordert. Unsere Forderungen beruhen auf Berechnungen zu den gestiegenen Personalkosten, der Inflation in der Zeit und dem Anstieg der Gewerbemieten. Die Schiedsstelle entsteht allerdings aber lediglich auf 1,48% ab dem 1.4.2021. Ja, Markus, und die zweite Stufe der Preisforderungen war und ist direkt an die Leistungsbeschreibung gekoppelt. Wir halten als eine der Kernforderungen erfolgreich eine Flexibilisierung und Ausweitung der Therapiezeiten verhandelt und mit den Kassen auch vereinbart, inklusive der Anerkennung der Vergütung von Vor- und Nachbereitungszeiten. Aber die Kassen waren nicht bereit, die vereinbarte zeitliche Ausweitung auch entsprechend finanziell zu vergüten. Im Gegenteil, die zeitliche Ausweitung hätte aufgrund des nicht entsprechend finanziellen Ausgleichs sogar weniger Geld bedeutet, nämlich eine Vergütungsrückgang um minus 14,6%.
Das konnten wir natürlich keinesfalls akzeptieren und haben deshalb notgedrungen die vereinbarte Regelung gekippt, um diesen gravierenden Schaden einer Preisabsenkung von minus 14,6% von allen Praxen abzuwenden. Übrigens, zu dem Bereich Leistungsbeschreibung wird Frau Redlein aber gleich noch detaillierter berichten dann im Anschluss. Ja, Hans, und im dritten Bereich ging es um die Frage, welche Erhöhung braucht man, um eine Praxis wirtschaftlich zu führen. Das war auch der politische Auftrag. So haben das alle Therapeuten in Deutschland so verstanden. Die Vergütung muss Praxen eine wirtschaftliche Praxisführung ermöglichen. Sowohl der selbstständigen Unternehmer als auch der die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, dass eine angemessene Vergütung ermöglicht ist. Ohne noch an der Tankstelle am Wochenende arbeiten zu müssen. Es war eine betriebswirtschaftliche Leistung, alle relevanten Aspekte zu ermitteln und einzurechnen. Der dritte Bereich, wirtschaftlich notwendige Erhöhungen, ergab bei den Verhandlungen keine Einigung. Im Schiedsspruch wurde nun konkret festgelegt, welche Parameter für die kommenden Verhandlungen noch zu berücksichtigen, zu beachten sind. Berücksichtigung der Praxisinhaber mit 11 Stunden pro Woche in Wartungstätigkeiten. Personalkosten, Masseure, medizinische Bodymeister auf TVÖD 6 Stufe 5. Unternehmer, Physiotherapeut auf TVÖD 9B Stufe 4. Unternehmer, Masseur und medizinischer Bodymeister, TVÖD 8 Stufe 4. Alles ist Anhaltswert, dass man das mir mal ein bisschen kalkulieren kann. Dann Entwicklung der Sachkosten anhand der Inflation, Kapitalverzinsung für den erforderlichen Aufwand von Investitionen von 5,5% auf der Basis von 40.000 Euro. Die Festsetzung gilt vom 1.4.21 bis zum 31.12.21. Alles Weitere, die lange, lange Zeit, wurde von der Schiedsstelle einfach abgelehnt. Alle Verbände, alle Therapeuten, ist klar, 1,48%. Nicht mal ein guter Witz, nicht einmal ein schlechter. Jetzt gilt es, den Auftrag der Schiedsstelle umzusetzen, um vernünftige Preise in der Physiotherapie zu erzielen, dass endlich mal vorwärts geht bei uns. Ja, es geht in der Gesamtsicht ja nicht nur ums Geld, sondern auch darum, dass wir ordentlich behandeln wollen. Und dafür brauchen die Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit, aber eben auch eine attraktive Vergütung. Insgesamt ist die Entscheidung der Schiedsstelle im Bereich Vergütung für uns nicht nachvollziehbar. Und die Annahme der Kassen, dass 82 Cent pro Minute ausreichend sei, ist ganz einfach viel zu gering und falsch. Bei der Regelleistungszeit mussten wir die eigentlich positiven Änderungen zurückziehen, weil wir sonst geringere Minutenpreise hätten in Kauf nehmen müssen, was natürlich völlig inakzeptabel war. Und wir haben leider immer noch keine abschließende Entscheidung zu den Preisen. Diesmal nicht Corona-bedingt, sondern durch die Blockadehaltung der Kassen und der für uns unbefriedigenden Schiedsentscheidung. Stattdessen sind wir jetzt wieder in Verhandlungen mit den Kassen. Einige Kriterien sind klarer als vorher. Andere Kriterien sind weiterhin Verhandlungssache. Davon hängt am Ende das Preisergebnis ab. Auf jeden Fall braucht es hier noch ein deutliches Entgegenkommen der Kassen. Wenn man etwas Positives aus dem Bereich mitnehmen will, dann sehr bescheiden, dass wir eine Absenkung verhindern konnten und für einige Berechnungsparameter feste Vorgaben gemacht wurden. Aber wir werden trotz nochmaliger Verzögerung weiterverhandeln und weiter für eine Erhöhung kämpfen. Wir lassen auch weiterhin nichts unversucht. Ja, vielen Dank für die Darstellung an Sie beide. Vergütung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und wir haben gerade schon gehört, ein Teil davon ist die Leistungsbeschreibung und plötzlich stand ein Vergütungsrückgang im Raum, quasi das Gegenteil dessen, was man erwartet hat. Von daher würde ich Sie, Frau Redlein, bitten, uns die Hintergründe dazu noch mal etwas näher zu erläutern. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also die Modernisierung der Leistungsbeschreibung war natürlich ein zentrales Element
der historischen Verhandlung, muss man sagen. Also viele Verhandlungselemente, die wir hier gemeinsam verhandelt haben, wurden ja bundesweit noch nie verhandelt. Deswegen war es uns natürlich auch ein Anliegen, hier auf die Leistungsbeschreibung einzugehen und hier womöglich neue Modelle zu fahren. Wir haben dabei vor allen Dingen die Flexibilisierung der Therapiezeiten im Fokus gehabt und dann noch die Anpassung der Leistungsbeschreibung, um sie an die Wirklichkeit der Praxen anzulehnen. Das ist ja mal ganz wichtig. Viele Therapeuten und Praxen haben ja ihre Taktung weit über die Regelleistungszeit der in jetzigen Leistungsbeschreibung hinaus schon angepasst. Also 15 bis 25 Minuten ist in der alten Leistungsbeschreibung beschrieben. Viele Praxen arbeiten im 30-Minuten-Takt. Und die Vor- und Nachbereitungszeit war ja nie durchfinanziert. Wir haben also im Vorfeld zu den Verhandlungen erhebliche Daten aufgesammelt, ein DAT-Gutachten. Da haben Sie uns alle sehr mit unterstützt. Und dann haben Sie sich gewundert, dass wir auch noch schnell eine Blitzumfrage gemacht haben in den Verhandlungen. Was soll das? Ja, wir haben die Taktung nochmal abgefragt. Das war ein Element in der Verhandlung, was wir brauchten, und dafür auch vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, weil die Ergebnisse uns in der Argumentation wirklich unterstützt haben. Wir sind dann auch, und ich glaube, das war wirklich das Highlight in dieser langen Verhandlung, wir sind dann auch inhaltlich sehr einig geworden mit den Krankenkassen. Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Behandlungszeiten zu kumulieren. Was heißt das? Eine Verordnung von 6x20 Minuten Krankengymnastik in Summe 120 Minuten sollte von uns gestaltet werden können. Nicht mal 6x20, sondern unter Umständen in der ersten Behandlung 40 Minuten, KG 40 und dann 4x20 Minuten. Das bietet uns wirklich die Möglichkeit, auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten einzugehen. Der starke Schmerzsyndrome, kommt der sehr schlecht und sehr mit wenig Mobilität auf die Behandlungsliege, muss ich viel machen, um Zugang zu kriegen, dann brauche ich anfangs mehr Zeit. Und wenn der dann im Behandlungspfad ist, dann geht es unter Umständen einfacher und ich kann auch kürzere Behandlungsfrequenzen ansetzen. Also sehr patientenindividuell, und ich möchte den Fokus darauf lenken, dass wir hier wirklich aus der Sicht des Patienten argumentiert haben. Und das haben die Kassen begrüßt. Wir waren uns auch einig, dass Vor- und Nachbereitungszeiten und die Dokumentation mit einfließen müssen in die Regelbehandlungszeiten. Der Begriff Regelbehandlungszeiten wird dann definiert über die Therapiezeit am Patienten und das, was als Vor- und Nachbereitungszeit da drumherum passiert. Und da haben wir anhand der Krankengymnastik erhoben, dass wir von KG 20, also 20 Minuten, auf 27,5 Minuten die Leistung anpassen müssten. Auch da waren wir uns noch einig und es wäre ein wesentlicher Schritt gewesen, um diese Leistungsbeschreibung zu modernisieren und auf die Praxiswirklichkeit anzupassen. Aber was soll ich sagen? Hätte Fahrradkette. All die guten Vereinbarungen, die wir damals getroffen haben und wo wir uns wirklich einig waren mit der Krankenkasse, auch im Sinne einer guten Patientenversorgung, musste dann in der zweiten mündlichen Verhandlung am letzten Freitag zurückgezogen werden. Die Kassen wollten den Mehraufwand mit 4,36% vergüten. Die Schiedsstelle hat noch erhöht auf 5,9%. Was hätte das bedeutet? Der Hans Ortmann hat es eben gesagt. Wir hätten eine Absenkung des Minutenpreises um 14,6% hinnehmen müssen. Hier haben wir die Notbremse gezogen. Und ich bin froh, dass wir sie gezogen haben. Und zwar allesamt in letzter Minute, bevor das Schiedsverfahren oder das Schiedsgericht hier eine Entscheidung getroffen hätte. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Schiedsspruch und wir haben keine aktuelle Leistungsbeschreibung. Damit diese Leistungsbeschreibung neben der Vergütung erneut Element der anstehenden Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband wird, dafür werden wir uns einsetzen. Ich glaube, wir bleiben hart in der Sache. Wir wollen zum Wohle der Berufsangehörigen, zur Optimierung der Therapiegestaltung, auch aus Sicht des Patienten und dessen gestiegene Ansprüche daran, die Leistungsbeschreibung anpassen. Aber dafür brauchen wir tatsächlich 26% mehr. Und eins ist wichtig dabei.
Diese 26% sind keine Preiserhöhung, sie sind die Durchfinanzierung der 27,5 Minuten, die wir benötigen, die wir berechnet haben und mit denen wir uns mit den Krankenkassen auf einen Weg begeben haben. Wir streben in den neuen Verhandlungen diesen eingeschlagenen Weg zur Optimierung an, weiter fortzuführen, weil wir glauben, in der Sache auch richtig argumentiert zu haben. Inhaltlich sind wir ja da auch nicht weit auseinander. Und wir werden auch prüfen, wie wir aktuell, welche Auswirkungen das aktuell hat, dass wir keine Leistungsbeschreibung haben, wenn der Bundesrahmenvertrag in Kraft tritt am 1.4. Auch das werden wir mit den Krankenkassen, und ich denke, wir werden dann am 12.3. da erste Austausche zu haben, werden wir klären müssen. Gilt die alte Leistungsbeschreibung weiter? Wollen wir in den alten Strukturen weiterarbeiten oder sind wir gewillt, gemeinsam mit den Krankenkassen neue Wege zu gehen, weil ich denke, sowohl der Bedarf an Physiotherapeut, auch gewachsen an dem Alter, an der Komplexität der Erkrankten und all das, was sie täglich in den Praxen sehen, auch der Aufwand, bürokratischer Aufwand, aber auch das sich um Sorge tragen des Patienten nimmt Zeit in Anspruch und das muss natürlich gegenfinanziert werden. Oder wir müssen uns die Frage stellen, ob wir hier jahrelang Fehler gemacht haben, weil wir im Sinne einer guten Patientenbehandlung hier mehr Zeit investiert haben, als es eigentlich gegenfinanziert wird. Aber von einem Minutenpreis bei der Krankengymnastik von 1,06 Euro auf 82 Cent runterzugehen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, da sind wir uns einig mit Ihnen, wir hier. Und dann werden wir gucken, wie wir da mit den Krankenkassen zusammenkommen. Aber wie gesagt, Verhandlung geht weiter. Dazu mal aus der Sicht der Leistungsbeschreiber. Genau. Vielen Dank für die Erläuterung, denn es ist ja ganz wichtig zu verstehen, warum ein eigentlich erfolgreiches Verhandlungsergebnis dann wieder zurückgenommen werden muss aus Sicht der Verbände. Der dritte Teil, der jetzt beschrieben werden soll, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil beziehungsweise auch eine Forderung der Verbände, nämlich die Einführung zusätzlicher Abrechnungs- und Leistungspositionen. Wie sieht es denn dahingehend aus, wenn man den Schiedsspruch anschaut, Frau Rebschläger? Ja, auch das eine spannende Sache. Wir haben eigentlich die Einführung von mehreren Leistungspositionen gefordert, und zwar mit dem Ziel, die Versorgung zu verbessern und sicherzustellen, also genau im Sinne des TSVG. Und dazu gehörte unter anderem die physiotherapeutische Diagnostik. Gerade die physiotherapeutische Diagnostik war eine Leistungsposition, die wir lange verhandelt haben, die wir ausformuliert haben, bis ins kleinste Detail. Und aus unserer Sicht weist es darauf hin, wenn ich doch was lange diskutiere, weist es darauf hin, dass beide Parteien ein großes Interesse haben, so eine Leistungsposition zu verankern. Letztendlich waren aber dann die Krankenkassen nicht bereit, diese Position zu verankern, und zwar nicht bereit, das zusätzlich zu der Krankengymnastik, sagen wir mal, anzubieten oder einzuführen. Ich mache es mal einfacher vielleicht. Wenn der Arzt jetzt 6-mal KG verordnet, dann hätte aus unserer Sicht die Diagnostikposition zusätzlich eingeführt werden müssen. Also ausgelagert und zusätzlich, und dazu waren die Kassen nicht bereit. Sie haben das begründet mit einer massiven Kostensteigerung, die sehen wir eigentlich nicht. Aus unserer Sicht treten da sogenannte Substitutionskräfte in Kraft oder entstehen Substitutionseffekte. Heißt, ich kann am Tag nur x Stunden behandeln. Sagen wir mal, ich will 8 Stunden behandeln. Wenn ich jetzt eine zusätzliche Diagnostikposition zu einer Krankengymnastik dazu nehme, fällt natürlich eine andere Behandlung hinten herüber. Also mehr als x Stunden kann ich ja nicht behandeln. Also aus unserer Sicht wären die Kosten gleich geblieben. Die Schiedsstelle sah sich dann aber außerstande, solch eine inhaltliche Frage abschließend zu beurteilen und hat dann die Einführung einfach abgelehnt. Ähnlich ist es der Position Integration in das häusliche Umfeld gegangen. Also wir hatten Maßnahmen zur Integration in das häusliche und soziale Umfeld gefordert, diese zu vergüten. Eine Position, bei der der Therapeut ins häusliche Umfeld gegangen wäre, 90 Minuten Zeit gehabt hätte und dort geschaut hätte, wo gibt es Förderfaktoren, wo gibt es Hemmnisse, wird das in der Praxis Erlernte wirklich in der Praxis dann auch im häuslichen Umfeld umgesetzt. All diese Dinge waren für uns sehr wichtig, hätten die Versorgung massiv verbessert. Auch dies wurde lange diskutiert, aber letztendlich von den Kassen abgelehnt.
Auch hier wurde dann in der Schiedsstelle darüber gesprochen, aber auch hier sah sich wiederum die Schiedsstelle nicht in der Lage, das abschließend zu entscheiden. Zwei weitere geforderte Positionen, die Palliativposition und die komplexe Entstauungstherapie, sind mittlerweile Bestandteil von Gesprächen im gemeinsamen Bundesausschuss Ärzte-Krankenkassen im GBA. Dort werden diese Positionen behandelt oder die Einführung dieser Positionen. Das könnte ja über die Heilmittelrichtlinien geschehen. Und insofern haben wir diese beiden Positionen einvernehmlich aus den Verhandlungen rausgenommen, wie gesagt, weil sie jetzt im GBA behandelt werden. Was haben wir noch gefordert? Wir haben verschiedene Positionen gefordert, die zu einer Abrechnungsmöglichkeit geführt hätten und somit zu einer besseren, angemessenen Vergütung. Dazu gehört zum Beispiel die Hygienepauschale. Eine Hygienepauschale für diese erhöhten Hygienemaßnahmen im Rahmen der Pandemie. Auch diese Hygienepauschale wollte man nicht mit uns vereinbaren, mit dem Hinweis, dass das ja vom Deutschen Bundestag entschieden würde, dass immer wieder Entscheidungen zu diesem Thema vom Deutschen Bundestag gefällt wurden. Insofern wäre das nicht Bestandteil dieser Schiedsverhandlungen. Wir haben auch zu den Hausbesuchen einiges gefordert, um da wirklich mal angemessen und adäquat zu vergüten. Wir haben den zeitlichen Bedarf im WAT-Gutachten festgestellt, den man braucht für die Wegezeit. Das sind laut WAT-Gutachten 21 Minuten Wegezeit. Und wir sind schon der Meinung, dass die auch vergütet werden müssen. Also haben wir eine Hausbesuchsposition für diesen tatsächlichen Zeitaufwand gefordert, der sowohl für die privaten Haushalte als auch für die sozialen Einrichtungen eingesetzt werden könnte. Wir haben daneben gefordert, dass man auch eine neue Position Hausbesuche in tagesstrukturierten Einrichtungen ohne ärztliche Verordnung abrechnen könnte, weil es einfach klar ist, wenn ich in die tagesstrukturierende Einrichtung fahre, ist das ein Hausbesuch. Das braucht noch niemals ärztlich verordnet werden. Aber auch diese eigentlich wirklich sinnvollen Forderungen von uns wurden nicht geschieht. Es wurde unseren Forderungen nicht entsprochen. Ein weiterer Punkt, der Arzt-Therapeuten-Bericht. Wir Therapeuten wissen, das ist im Moment eine wirklich magere Übermittlungsgebühr. Mehr ist das nicht. 1 Euro pro Therapeutenbericht, das ist nicht viel. Und unser WAT-Gutachten hat auch hier gezeigt, dass man da Zeit für braucht, dass man da im Schnitt 8 Minuten braucht, um so eine Kurzmitteilung, so wie wir es nennen, zu schreiben. Wir haben als Verbände gefordert, dass das ja nicht nur so eine Verwaltungsgebühr sein kann, sondern der zeitliche Aufwand auch außerhalb der Regelleistungszeit vergütet werden muss. Und auch wieder sehr tricky von den Krankenkassen. Sie waren sehr damit einverstanden, dass wir das außerhalb der Regelzeit machen. Aber bitte nicht extra vergüten. Ja, also wirklich tricky. Wir haben ein Preisangebot von 1,02 Euro bekommen dafür. Das steht natürlich bei 8 Minuten Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis. Brauche ich, glaube ich, hier nicht erwähnen. Noch schlimmer ist, dass wir es ja derzeit in der Regel Behandlungszeit durchführen können. Und zukünftig sollten wir es eben nicht mehr in der sogenannten Regelleistungszeit durchführen. Also es wäre eine massive Verschlechterung. Auch hier sah die Schiedsstelle nicht ein, warum sie sowas überhaupt entscheiden soll. Also die Schiedsstelle verstand nicht, warum man das nicht in Verhandlungen regeln kann. Verstehen wir natürlich auch nicht, müssen natürlich aber auch beide Seiten wirklich sinnvoll über so eine Position diskutieren und ehrlich gesagt muss sowas eingeführt werden. Wo wir Erfolg vermelden konnten, ist bei einer geforderten Berichtsposition. Wir haben gesagt, neben dieser Kurzmitteilung, die ja regelmäßig bei einer Behandlungsserie angefordert werden kann vom Arzt, gibt es dann aber auch umfassende Berichte, zum Beispiel in der Kinderneurologie. Da fordert der medizinische Dienst oder ein behandelnder Arzt einen ausführlichen Bericht an, weil das Kind in einer anderen Klinik untersucht werden soll oder ähnliches. Da konnten wir die Schiedsstelle davon überzeugen, dass das ein großer Umfang ist und eine extra Position werden muss, die auch extra vergütet wird. Also sie wird eingeführt, aber auch hier wieder, Aufgaben wurden verteilt, die Vergütung ist noch offen, die müssen wir wieder aushandeln. Fragezeichen. Wenn wir so lange schon verhandelt haben und keinen Erfolg hatten, ist immer die Frage, ob wir das jetzt in einer oder zwei Verhandlungen auf einmal schaffen. Insofern ist mein Fazit, wenn ich es jetzt mal ganz freundlich ausdrücken möchte, dass man sagen kann, wir können an dieser Stelle nicht zufrieden sein, um es mal ganz harmlos zu formulieren. Wenn man eine gute Patientenversorgung möchte, dann brauchen wir weitere, andere, flexible Therapiemöglichkeiten.
So eine gute Therapie benötigt eine gezielte Therapieplanung und die Expertise von Fachleuten, wie wir Physiotherapeuten das nun einmal sind. Und die Verweigerung dieser Expertise in der täglichen Patientenversorgung, die zeigt deutlich, dass die Krankenkassen von den tatsächlichen Begebenheiten in unseren Praxen einfach weit, weit, weit entfernt sind. Dem Ziel des TSVG, eine gute Versorgung der Patienten sicherzustellen und gleichzeitig die Therapeuten angemessen zu vergüten, wird der Schiedsspruch nicht gerecht. Und das kann meiner Meinung nach weder die Parlamentarier, da wird sich Herr Dr. Kühne gleich was zu sagen, noch das BMG zufriedenstellen. Das ist mein Fazit. Ja, vielen Dank auch für diesen Part. Das war jetzt ein informativer, aber auch sehr umfangreicher Ritt durch diese drei Punkte. Aber ich denke, das ist auch wichtig, weil viele Details eben in den Verhandlungen diskutiert wurden, aber eben auch noch weiter verhandelt werden mussten. Das heißt, wir haben einige Dinge erreicht, das kann man schon sagen, aber sie reichen eben noch nicht aus, weil meistens der letzte Schritt fehlt. Und das sind jetzt Entscheidungen, die mit den Kassen weiter verhandelt werden müssen. Und wir haben als die maßgeblichen Verbände, den GKV-Spitzenverband, bereits am letzten Montag, also direkt nach dem Schiedsspruch am Freitag, aufgefordert, auch schnell zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Und zumindest da haben sie sich nicht verweigert und sind unserer Forderung gefolgt, wenn auch mit ein bisschen Verzögerung, denn am 12.03., das wurde eben auch schon erwähnt, ist dann der nächste Verhandlungstermin. Herr Dr. Kühne, Sie haben jetzt genauso wie alle Zuschauerinnen und Zuschauer viel gehört. Einmal die ersten Ergebnisse, aber auch die Einschätzungen der Verbände dazu. Und Sie merken oder lesen sicherlich auch die Unzufriedenheit, Enttäuschung bei den Verbänden und auch bei vielen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Es ist jetzt sicherlich eine Herausforderung, mit den ganzen Informationen umzugehen, gerade wenn man nicht an den Verhandlungen beteiligt war. Und trotzdem würde ich Sie fragen, was geben Sie den Verbänden denn jetzt heute und auch für die kommenden Verhandlungen mit? Der Auftrag im TSVG ist klar formuliert. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind als Bundespolitiker, frage ich jetzt nach. Deshalb war das für mich auch interessant zu hören, wie das Ganze jetzt dargestellt wurde. Wir haben ja gewisse Rahmenrichtlinien dort, sage ich mal, beschlossen, die im TSVG kommen sollen. Das waren ja die unterschiedlichen Positionen. Wir haben ja das Thema zum Beispiel Verhandlung Blanko-Verordnung noch gar nicht geführt. Das weiß ich, ob das jetzt in dem Rahmen mitgefallen ist. Die Verhandlungen zur Abschaffung der Zuzahlung waren ja so ein bisschen mit im Raum. Das ist jetzt alles anderthalb Jahre natürlich vergangen. Ich mag jetzt da gar kein Urteil erlauben, in welche Richtung. Für mich ist mal wichtig zu hören, wie es jetzt weitergeht. Also der Raum ist ja offen. Es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt zu ist. Es ist nur halt leider wieder viel, viel Zeit vergangen. Und jetzt müssen wir gucken, was da, und ich hoffe, dass ich an den Schiedsspruch auch offiziell drankomme, beziehungsweise darüber informiert werde. Da ist mir als Berichterstatter im Deutschen Bundestag Gedanken geworden, werde ich das sicherlich auch in die Arbeitsgruppe Gesundheit reintragen, werde das im Ausschuss sicherlich thematisieren. Dann werden wir sehen, wie darauf dann auch Politik reagiert. Natürlich die Frage, und das ist das, was viele Kolleginnen und Kollegen ja aus der Therapiebranche auch heute schon im Laufe des Tages signalisiert haben, ist die Unzufriedenheit mit dem ganzen Thema. Man muss jetzt aber schlichtweg mal beleuchten, wo liegt das Problem? Und wie ist die Verhandlungsposition der Verbände gewesen? Wie ist die Verhandlungsposition der Krankenkassen gewesen? Wie waren die Argumente, die Wichtung, Argumente oder Gegenargumente? Und dann werden wir sehen, wie wir da kommen. Ich werde sicherlich dann nochmal auf die Verbände zukommen, über wahrscheinlich sogar sehr kurz. Das Problem ist, muss man auch fairerweise sagen, wir stehen jetzt demnächst vor Bundestagswahlen. Das heißt, also irgendwie wird dann die Verhandlung sicherlich ein bisschen schleppen werden. Aber die Verbände können ja auch unabhängig davon weiter verhandeln. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich bin sehr gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Aber Sie können davon ausgehen, ich werde jetzt ganz konkret nachfragen, was da passieren kann und was da auch passiert ist. Ton? Jetzt war ich selber noch stumm. Genau, vielen Dank für die politische Einordnung. Sie haben recht, dass neben den beschriebenen Punkten gibt es natürlich noch viele weitere wichtige Dinge, über die verhandelt werden muss. Und nicht nur da, sondern jetzt auch im weiteren Verfahren freuen wir uns natürlich über jede Unterstützung aus der Politik. Wir kommen jetzt auch schon fast zum Ende der Veranstaltung für heute. Ich würde an der Stelle nochmal gerne Danke sagen,
auch für die Unterstützung aller Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und der Masseurinnen und der medizinischen Bademeister. Denn die Meldungen erreichen uns ja, sei es im Netz, per Mail oder am Telefon. Und die Verhandlungen, ich glaube, das hat man auch heute rausgehört, von der Dauer her, aber auch vom Umfang her, waren einfach sehr anstrengend. Und ab und zu hilft ja dann auch mal ein bisschen extra Motivation. Ich merke, sehe eine Meldung von Frau Redlein, die kann ich gerne. Also ich glaube, unser Eindruck eint uns, dass wir inhaltlich eigentlich auf einem guten Weg waren. Man muss schon sagen, die Verhandlungen kommen zu Unzeiten. Also Pandemie rauf, runter, das kostet Unmengen am Geld. Und unser Eindruck ist, es scheitert im Moment am Geld. Also deswegen wäre es natürlich unglaublich wichtig, wenn auch die Politik weiter hinter uns steht und auch hier uns unterstützt in der Versorgung der Patienten und hier was zu ändern. Aber auch die Tatsache, dass Bundestagswahlen sind und wir jetzt irgendwo möglich lange wieder in lange Schritte denken müssen, macht uns natürlich auch unglaublich unzufrieden. Also wir haben noch ein paar Sachen zu verhandeln, wie die Blanko-Verordnung auch. Aber dafür brauchen wir erstmal natürlich auch die Leistungsbeschreibung. Das sind jetzt so die elementarsten Sachen, die uns im Moment erst erwarten. Also Leistungsbeschreibung und Preise werden jetzt parallel in den nächsten Schritten verhandelt werden müssen, damit wir im nächsten Schritt auch die Blanko-Verordnung angehen können. Und wir müssen den Schiedsspruch abwarten in schriftlicher Form und wir müssen gucken, was sich daraus ergibt. Und auch wir müssen rechtlich prüfen, welche Möglichkeiten wir haben. Also das ist nicht so einfach. Ich glaube, das ist hier an der einen oder anderen Stelle deutlich geworden, dass wir nicht sagen können, wir stellen jetzt den Schiedsspruch ins Netz. Ich glaube, Herr Dr. Kühne, Sie können uns da ein Stück weit unterstützen. Das geht nicht. Wir können nicht einfach und einseitig so einen Schiedsspruch veröffentlichen. Das muss auch rechtlich geprüft werden. Das ist so. Und wir müssen gucken, wie gehen wir damit um, dass wir eigentlich Bestandteile, elementare Bestandteile haben, die noch nicht geklärt sind. Wenn der Schiedsspruch sagt, der gilt ab 1.4., gilt der Vertrag bis 31.12., wir aber Bestandteile bisher noch nicht geeint haben. Also gerade Leistungsbeschreibung ist ein elementarer Baustein dazu. Wenn auch die Preise sicherlich fortgeschrieben werden könnten, ohne dass Versorgung zusammenbricht. Das sind alles Sachen, die müssen auch rechtlich geprüft werden. Da müssen Sie Verständnis haben, dass wir als Vorstände nicht ein umfangreiches rechtliches Wissen haben und dass im Moment auch unsere Rechtsabteilungen damit befasst sind, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, ein wertvoller Hinweis, denn das haben ja nicht nur die Vorstände verhandelt, sondern es gab ja ein umfangreiches Verhandlungsteam mit Experten im Hintergrund und auch beteiligt an den Verhandlungen aus Juristen und Menschen, die sehr gut mit den Zahlen rechnen können und auch sehr viel Sach- und Fachverstand mitgebracht haben. Die wollen wir ja vielleicht nicht immer unerwähnt lassen. An dieser Stelle auch nochmal in diese Richtung ein Danke. Und ich glaube, es ist auch heute deutlich geworden, da geht es ja nicht nur rein ums eigene Portemonnaie, sondern es geht ja eben darum, dass wir alle eine gute Therapie wollen, eine gute Patientenversorgung. Aber dafür braucht es eben auch gute Arbeitsbedingungen, mehr Flexibilität in der Therapie und auch ein attraktives Berufsbild. Und da kommt dann doch wieder der Faktor Geld bei vielen Teilen ins Spiel. Genau, ich würde damit schließen. Ich meine, die Verbände werden weiter hartnäckig verhandeln, da bin ich mir sehr sicher, aber für einen Kompromiss braucht es eben beide Seiten und da braucht es dann auch ein Entgegenkommen und teilweise ein deutliches Entgegenkommen der Krankenkassen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und auch bei Ihnen, Herr Dr. Roy Kühne, dass Sie an der Veranstaltung teilgenommen haben und wünsche jetzt allen Beteiligten, aber auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. 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 Schönen Tschüss. Abend. Tschüss. Ja, schönen Abend. Ja.